Herzlich willkommen, ich bin Reinhard Horn. Und ich bin Ulrich Walter. Gemeinsam haben wir Geschichten und Lieder mit dem Friedenskreuz geschrieben. Und wir werden gleich 4 kleine Geschichten sehen, die sich damit beschäftigen, wer ist denn dieser Jesus? Viel Spaß! Wer ist denn dieser Jesus? Manchmal haben die Leute sich das wirklich sehr ernsthaft gefragt. Und eine dieser Geschichten spielt in der Stadt Jericho. Hier sieht eine Stadt mit einem Stadttor, vielen Häusern, Menschen, die dort wohnen, viele Häuser. Eine Stadt wie vielleicht so viele Städte. Und auch das gibt es in jeder Stadt. Manche Häuser sind dann etwas größer. In diesem Haus, das sieht man schon von Weitem, da wohnt ein Mensch, der hat wirklich viel Geld. Und wie ist er zu dem Geld gekommen? Nun ja, die Leute in der Stadt können dazu viel erzählen. Immer, wenn sie in die Stadt hinein wollen, die Händler, die in der Stadt etwas verkaufen wollen, die Bauern mit ihrer Milch oder die, die aus der Stadt Webereien in die Dörfer bringen wollen, um sie dort zu verkaufen, dann steht dort ein Zöllner und nimmt Geld ein. Die Römer haben das Land besetzt, auch diese Stadt, und sie haben an diesen Menschen die Zollstation verpachtet. Er zahlt dafür, aber er kann nehmen, was er will, und er ist damit reich geworden. So reich, dass er gar nicht mehr selber am Zoll steht, sondern andere für ihn arbeiten. Zachäus, er war nicht beliebt in dieser Stadt. Ich erzähle euch von einem Tag, von dem Lukas uns erzählt, als Jesus nach Jericho kommt. Viele Leute sind dort und erwarten ihn. Sie stehen dicht gedrängt an der Straße. Sie wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören. Kinder vorne, die Großen in einer Reihe, stehen dort, um Jesus zu sehen. Und als er kommt, da erwarten sie ihn schon. Auch Zachäus. Auch Zachäus möchte Jesus unbedingt sehen. Da ist etwas, ja, er kann es gar nicht sagen, aber er möchte Jesus kennenlernen. Aber wie soll er es? Heute ist niemand da von den römischen Soldaten, die ihm helfen. Nein, er ist so klein und niemand lässt ihn durch. Nein, sie schicken ihn sogar weg. Da hat er eine Idee. Da ist doch der große Baum auf dem Platz, an dem Jesus mit Sicherheit auch heute vorbeikommen wird. Und dieser große, große Baum hat seine Zweige und Äste. Und dort hinauf klettert er hinauf. Und auf einem der Äste kann er auch alles sehen. Und als Jesus zu dem Baum kommt, da schaut er hinauf. Er sagt, du, da oben, Zachäus, schnell, eilend, steig herunter. Heute noch will ich in deinem Hause Gast sein. Das lässt Zachäus sich nicht zweimal sagen. Er wollte ihn doch unbedingt sehen. Und so gehen sie miteinander zum Haus des Zachäus. Die Leute schimpfen. Sie sind enttäuscht. Sie dachten, Jesus, der kommt doch zu uns. Wir haben doch so auf ihn gewartet. Und jetzt geht er zu diesem da, diesem Zöllner, der zusammen mit den Römern arbeitet, der unseren Glauben verrät. Das geht nicht. Weiß Jesus das alles nicht? Was ist das bloß für einer? Doch die lassen sich nicht aufhalten. Sie gehen hinein in das Haus des Zachäus. Das ist einigen zu viel. Die Kinder laufen zurück, sie gehen an ihr Spiel. Einige gehen ihrer Arbeit nach. Ein Bettler sitzt wieder am Tor.
Doch einige wollen wissen, was passiert. Und tatsächlich, nach einiger Zeit, tritt Zachäus mit Jesus vor das Haus. Zachäus schaut die Leute an aus Jericho und sagt: Ihr Leute von Jericho, entschuldigt, was ich getan habe. Es war falsch. Ich habe mit Jesus gesprochen, ich will es wieder gut machen. Ich will das nicht mehr. Hier, das Geld, was ihr mir ich euch genommen habe, ich gebe es euch zurück. Mehr, als ich euch genommen habe, möchte ich euch zurückgeben. Und auch die Armen in der Stadt sollen etwas davon haben. Bitte, nehmt es. Ich brauche es nicht mehr. Und Jesus? Jesus spricht auch zu den Menschen aus Jericho. Ihr Leute von Jericho, dieser Zachäus, er ist einer von euch. Einer aus dem großen Volk Abrahams. Und seht, was heute geschehen ist. Heute ist in das Haus von Zachäus Gottes Heil eingekehrt. Denn auch er gehört zu euch. Ihr fragt mich, wer ich bin. Ich bin von Gott gekommen. Und ich bin gekommen, die zu suchen, die verloren sind, damit ich sie wiederfinde. Für Gott. Wer ist denn dieser Jesus? So fragen alle Leute, damals und auch heute. Wer ist denn dieser Jesus? Wer? In Jericho ruft er geschwind: Zachäus, komm vom Baum. Und als er in sein Haus einkehrt, zieht neues Leben ein. Wer ist denn dieser Jesus? So fragen alle Leute, damals und auch heute. Wer ist denn dieser Jesus?